Hallo, heute machen wir Zwiebelringe. Dazu habe ich hier Zwiebeln abgezogen. Die schneide ich jetzt in ungefähr 1 cm große Streifen. Dann ziehe ich die Zwiebeln auseinander, sodass ich einzelne Ringe erhalte. Für die Panade habe ich hier 2 Eier in eine Schüssel gegeben, würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und dann die Eier verquirlen. Bier dazugeben. Und Milch. Nochmal kurz umrühren. Und dann anfangen, die Zwiebelringe zu panieren. Zunächst in der Ei-Bier-Mischung wenden. Dann in einer Mehl-Backpulver-Mischung nochmal zurück in die Eimischung und zum Schluss nochmal durch Semmelbrösel ziehen oder Paniermehl. Dann sollten die Zwiebelringe schon mal so aussehen. Zum Frittieren einen Topf aufsetzen, etwas Pflanzenöl hineingeben. Um zu testen, ob das Öl heiß genug ist, habe ich hier ein Stück von der Panade auf ein Holzstäbchen gespießt. Und sobald es Blasen schlägt, ist das Fett heiß genug. Dann können wir anfangen, die Zwiebelringe einzutauchen und ungefähr 2 bis 3 Minuten goldbraun ausbacken. Zum Schluss noch auf Küchenpapier abtropfen lassen. Und dann entweder als Beilage zu Burger servieren oder einfach so statt Chips vor dem Fernseher genießen. Viel Spaß beim Nachmachen.